Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 7, der mittlerweile schon 24. Und ich würde sagen, wir schauen weiter. Wir schauen mal raus, was jetzt hier los ist. Ich höre ja irgendwas. Höre ich die ganze Zeit. Und ich hoffe mal nicht, das ist das, was ich denke, was es ist. Wow. Oh, Scheiße. Oh. So ein komisches Vieh. Scheißegal, wir haben eh keine Munition, wir müssen da irgendwie vorbeirennen jetzt. Oh, Tür zu schnell. Oh. Oh. Oh, wir sind im Speicherraum. Geil, Leute. Hier ist nichts. Oh, Knarre. Geil. Mit zwei Schuss. Aber wir haben hier keine Kiste. Okay, zwei Schuss ist natürlich gar nichts. Aber wir speichern jetzt mal, weil wenn ich jetzt nämlich sterbe da draußen, ist es egal. Und speichern das hier. Ich würde sagen, wir müssen jetzt einfach mal rennen und schauen, was für Türen offen sind, wo wir weiterkommen. Ich glaube, die zwei Schüsse jetzt da verschwenden wäre schlecht. Okay, hier ist nichts mehr. Gespeichert haben wir. Okay, also, let's fetz. Wo ist denn das Vieh? Wow. Okay, renn einfach durch. Komm. Oh. Mach zu. Oh, Psychotikum. Okay. Wir bräuchten ein Messer oder sowas. Die ganzen Kisten hier. Wow, was ist das? Für uns ist es schon zu spät, aber die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern die Nachricht und hielt darum mittags ein Nickerchen in meiner Koje. Ich war schon halb eingeschlafen, als ich ein Kind, ein kleines Mädchen lachen hörte. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich wachte um 19:30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Gang. Drew, einer der Ingenieure, kam rein und sagte, etwas gehe unten vor sich, vielleicht eine Ausschreitung. Er sah blass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen. Er kam nie zurück. So gegen 19:50 Uhr hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Waschraum, um nachzusehen und sah, wie Clark von einer Art schwarzen Monster gefressen wurde. Das Monster drehte sich und kam direkt auf mich zu. Große haiähnliche Zähne schnappten in seinem Kiefer. Ich schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Jetzt kauere ich bei den Kojen, schreibe dies mit zitternder Hand. Ein ganzes Heer jener Kreaturen lauert nun auf den Gängen. Ab und zu höre ich noch Schreie, aber keine 10 Pferde können mich wieder nach draußen zehren. Und das ist alles, was ich weiß. Giovanni Finetti. Okay. Bräuchte irgendwie ein Messer oder sowas. Oder kann ich die. Oh, schieß ich noch. Okay, ist wurscht. Okay, da war so noch ein Schuss. Aber wir haben wenigstens ein Erste-Hilfe-Mittel. Ist ja schon mal nicht so schlecht. Okay, was ist das hier? Eine Schwimmweste oder sowas? Warum liegt die hier? Ich kann damit nichts anfangen.
Pulle Sekt, die könnt ihr jetzt auch was saufen. Okay, ich glaube, das ist der Weg, oder? Warte mal. Okay, schauen wir erstmal hier lang. Hier können wir nichts aufmachen. Da ist noch so eine Weste. Bootsfahrten auf dem Amazonas. Schönheiten der Schwarzen Lagune. Okay. Boah! Jetzt so. Wo ist denn jetzt? Boah. Ist doch scheiße, Leute. Kann nichts machen hier. Boah, ich krieg einen Vogel. Ja, komplett wieder drin, halt's mal, Mensch. Boah. Jetzt bin ich am Anfang wieder, oder was? Hier bin ich gekommen. Da ist der Mulde drin. Ist der andere Weg? Hä? Man muss irgendwas übersehen haben. Liebe Janet, wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist so langweilig hier. Jeden Tag nur dasselbe alte Meer, obwohl eine Sache neu ist. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Captain verwandt. Stell dir vor, auf einem Tanker eines Passagierschiffs zu reisen. Die müssen echt knapp bei Kasse sein. Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mich einen finsteren Blick zugeworfen. Was der wohl befürchtet? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, ich hätte gar keine Verwandten. Vielleicht mache ich mir so viele Gedanken. Ich vermisse dich. In Liebe, Jim. Okay. Ist doch aber nichts. Hier war doch der Vierbeinige. Eieiei. Das ist eine Sicherung. Okay.
Ist doch auch nicht. Okay, die kommen wir zum Glück schon mal nicht raus. Boah, bleib du bloß hinten. Mach dich jetzt so. Okay. Den Abschnitt schon mal gemeistert. So. Warte mal. 2F. 1F ist in. Da oben war jetzt eine Tür, hier war jetzt aber nichts, gell? Nee, okay. Das heißt, wir probieren es gleich mal hier. Okay, verschlossen. Ah, so eine Karte. Wäre cool, wenn wir die mitnehmen könnten. Können wir aber leider nicht. Okay, wenn es ein 3F ist, müssen wir uns merken. 2F war die Tür zu. Und ich habe das Karte gesehen, da gibt es noch 4F. Oh, was ist das? Oh mein Gott. Gut, dass ich keine Munition mehr habe. Evelyn. Sieh's dir an. Was? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Okay, hier scheint ein Speicherpunkt zu sein, wo ich jetzt aber nicht speichern kann. Okay, schauen wir uns halt mal an. Rückspule nicht vergessen. Trophäe erhalten. Erwin, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich bei Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Oh, der hat auch so eine Uhr. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier, nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Bring sie in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du?
Okay. Das ist anscheinend irgendwie so eine biologische Waffe oder sowas, keine Ahnung. Okay, Gewehrmunition. Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Ilan Droney und Fürsorgerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zur sicheren Verwahrung bis auf Weiteres zu unserem mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Evelyn, um Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Evelyns Zustand mit dem bereitgestellten Genomkodex. Sollte die Mission irreversibel scheitern, ist Evelyn zu beseitigen. Okay, die ist auf jeden Fall zu beseitigen. Okay. Rotzen, Leute. So, wie ist aber denn hier weiter? Schauen wir in die Kiste noch schnell rein. Okay, da ist nichts drin. Nichts. Okay, Leute, wie es denn aber hier weitergeht, würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bleibt auf jeden Fall dran. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich ein Like oder auch ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.